Hallo zusammen. Wir haben jetzt Dezember 2022 und ich bin mal wieder draußen unterwegs. Heute gibt es nur wieder eine kleine Hausrunde von ca. 13, 14 Kilometern. Die Sonne hat heute Morgen so schön gelacht und die Temperaturen sind jetzt auch schon wieder fast zweistellig. Und da musste ich einfach raus eine kleine Runde gehen. Ja, viel Spannendes wird es heute nicht geben. Ich habe während meiner Spaziergänge in der letzten Zeit ab und zu mal ein paar Filmchen oder Bilder gemacht. Die blende ich euch dann ein und später erzähle ich euch noch was. Und dann geht's wieder nach Hause. So, ihr Lieben, Kilometer 7,5 ist erreicht, also ungefähr die Hälfte. Ich habe mich jetzt hier ein kleines bisschen zurückgezogen und werde erstmal einen schönen heißen Tee trinken. Und dann werde ich mal so ein bisschen quatschen, wie ich so meine Zeit im Dezember verbringe. Ja, also ich habe ja wieder angefangen zu laufen und laufe jetzt immer so zwischen 3 und 5 Kilometern, alle 2, 3 Tage ungefähr. Das klappt ganz gut und da bin ich auch wieder richtig froh drüber. Und da blende ich euch mal ein paar Szenen ein von einem Tag, wo es geregnet hat. Aber ich hatte trotzdem mal die Kamera mit. Das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Ja, dann kam irgendwann im Dezember der Schnee. Das war sehr schön und da habe ich auch eine richtig schöne Schneewanderung gemacht bei uns in der Nähe. Da habe ich auch mal die Kamera mitgehabt und habe ein paar Szenen gedreht. Die blende ich euch jetzt auch mal ein. Ja, und dann wurde es richtig kalt und der Schnee lag noch und das war richtig schön. Da kam die Sonne raus, wir hatten ungefähr so -8, vielleicht auch -10 Grad. Da habe ich nur ein paar Fotos gemacht. Da waren wunderschöne Eiskristalle zu sehen, also das war richtig toll. Und da könnt ihr jetzt mal ein paar Fotos sehen. Ja, ansonsten verbringe ich momentan viel Zeit vorm Computer. Ich schneide gerade wieder an meinen alten Urlauben.
Ah, das ist ein bisschen zäh, das dauert ziemlich lange. Immer die ganzen Fotos raussuchen, die Fotos zurechtschneiden, sortieren. Ja, und dann irgendwann auch noch was dazu erzählen. Das macht Spaß, weil man sich immer wieder schön dran erinnert, aber ist auch relativ zeitaufwendig. Ansonsten habe ich die Zeit auch genutzt, mal zu überdenken, was 2023 so bei mir passieren soll. Ja, und da habe ich mir jetzt doch einen richtig großen Wunsch erfüllt. Ich trage das ja schon ziemlich lange mit mir herum. Ja, und irgendwie habe ich mich immer nicht so richtig rangetraut. Und jetzt habe ich gesagt, wann, wenn nicht jetzt. Also habe ich mir ein bisschen Ausrüstung gekauft. Und habe auch schon sehr viele Pläne gemacht und Routen geplant. Und was das sein wird, wird aber erst auf der ersten Tour verraten. Das wird wahrscheinlich so im April oder Mai sein. Die nächsten 2 Monate wird es wahrscheinlich wenig Videos geben, wahrscheinlich wieder nur 1 im Monat. Mal schauen, wie sich das Wetter so entwickelt. Und ich denke mal, im März geht es dann wieder richtig los mit Wanderung. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Es macht einfach viel mehr Spaß zu filmen, wenn es draußen schön ist. Öfter mal Pause machen kann, sich was anschauen kann. Im Winter, da gehe ich zwar meine Strecken, aber da bin ich immer nur froh, wenn ich stumpf vor mich hin marschieren kann. Ja, das soll es auch schon gewesen sein von meinem kleinen Ausflug heute. Ich gehe jetzt noch nach Hause. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Impression, aber viel wird hier nicht passieren. Ich gehe hier viel an der Straße lang. Das ist jetzt nicht besonders schön, aber ja, ist halt so. Ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr mit vielen schönen Erlebnissen draußen in der Natur. Macht's gut!